gehen. Alter, mit 200 da drin. Aber jetzt geht es, weil jetzt ist er ruhig. Jetzt kann man das machen. Heute gehe ich mal back to the roots, quasi zurück zu meinem alten Job. Wir können ja momentan keine Motorrad-Events nicht ausführen und deswegen hat mich ein ehemaliger, schon guter Bestandskunde überredet, mehr oder weniger, seinen Porsche 997 Turbo fahrwerkstechnisch auf Vordermann zu bringen. Das ist mein damaliger Hauptberuf gewesen, so ein vom Fahrwerk so ein Auto, so ein Sportauto einfach dynamischer zu machen, was es vielleicht im Serienzustand nicht ganz ist. Wir haben hier 997 Turbo mit KW Clubsport zweifach, sprich Zug- und Druckstufenverstellbares Clubsportfahrwerk, das für Straße und Rennstrecke ist. Und das ist jetzt aber einfach hier nur so reingeklatscht worden von demjenigen, der es gemacht hat, ich weiß es nicht. Und da ist gar nichts eingestellt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das fährt und vor allem, was wir dann besser machen können, um das richtig zum Fahren zu bringen. Also, kommt mal mit. Dann schauen wir mal, was der 997 so macht. Ich habe ja so ein bisschen so eine Hassliebe zum Porsche, weil sag mal, der Porsche, der hat schon so ein Potenzial. Ne? Es ist, man sagt ja so, das ist das typische Rennauto quasi für die Straße. Naja, das Problem ist allerdings, dass das im Serienzustand fahrwerkstechnisch nicht so der Fall ist. Das Potenzial von dem Chassis und von diesem ganzen Heckmotorsystem und so und kurzer Radstand hat Riesenpotenzial. Scheiß Radio, ne? Hat Riesenpotenzial. Allerdings ist es extrem schwierig, so ein Auto abzustimmen. Also ein 3er BMW ist viel einfacher abzustimmen, jedoch sind die Levels unterschiedlich. Das heißt, das Limit von 3er BMW hört irgendwo auf, da wo es mit dem Porsche noch weitergeht. Aber im Serienzustand eben sehr schwierig. Was man hier jetzt schon extrem merkt, erstens steht das Lenkrad schief. Zweitens, man sieht, wenn man über irgendwelche Bodenwellen drüber fährt, Lenkrad macht so. Das heißt, er lenkt quasi mit, er lenkt beim Ein- und beim Ausfedern. Was nicht so ganz toll ist, weil wenn du schnell fährst, dann willst du beim Ein- und Ausfedern keine Lenkbewegungen. Warum ist das so? Das ist im Endeffekt vermutlich eine falsche Spur, was ich noch nicht ganz sagen kann, aber vielmehr eine Spurkurve. Das heißt, beim Ein- und beim Ausfedern ändert sich die Spur so und das beim Ein- und Ausfedern und deswegen bewegt sich das Lenkrad und das ist beim Porsche sehr, sehr krass. So, sind jetzt mal ein paar kleine Eindrücke. Das erste Mal, jetzt fahren wir mal kurz warm und dann geben wir mal ein bisschen Gas. Aber den schnupfe ich jetzt gleich. So, schauen wir mal, wie er geht. War das PASM? Nein, das war nicht PASM. Schlupft trotz Allrad. Es ist aber schade, dass sie den Turbo eigentlich nur serienmäßig mit Allrad gebaut haben. Aber so ein paar Veredler haben den umgebaut als Heckantrieb. Das macht er dann richtig Laune. Ne? Aber geht schon gut, oder? Wuhu. Was man jetzt extrem merkt, er lenkt enorm rum. Also die Vorderachse ist extrem schlecht. Hinten ist okay, aber vorne ist er extrem nervös und er pitcht so. Das heißt, die Hinterachse ist relativ konstant, aber vorne macht er mehr so gong, 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 und er springt so rum und währenddessen, als er rumspringt, lenkt er auch noch. Also du musst immer wieder korrigieren. Also es ist extrem schwierig zum Fahren, extrem unruhig, gibt sehr wenig Vertrauen. Und umso schwieriger ist es dann natürlich auch schnell zu fahren. Puh, also das geht besser. Aber das ist so das Typische und das ist ganz klar, Porsche einfach Fahrwerk reingeknallt, nicht vernünftig abgestimmt, teilweise auch irgendwelche Setup-Werte von irgendwelchen Cup-Porsche übernommen, weil man meint, das ist gut, ist aber auch nur für ein Rennauto gut und nicht für ein Straßenauto. Und Lenkung ist extrem undirekt, also fühlt sich an, als wenn wir extrem viel Nachspur an der Vorderachse hätten.
Also als wenn er extrem so auseinander stehen würde. Also die Kamera schon noch gerade halten, oder? Also Leistung hat er genug, aber ich denke, dass ich mit einem Auto mit 200 PS weniger mit einem vernünftigen Fahrwerk besser fahren könnte als mit dem jetzt. Zusätzlich haben wir irgendwie eine krasse Vibration, ne? Werden uns gerade der Reifen davor fliegen. Naja, untersteuert auch. Wenn ich auf der Bremse nochmal nachlenke, rutscht er trotz, obwohl ich auf der Bremse vorne ein bisschen Gewicht drauf bringe, rutscht er vorne über die Vorderachse drüber und da sollte er sich eigentlich hinten in Zeitlupe mit eindrehen. Das ist das, was ich von einem schnellen Auto erwarte. Der soll auf der Bremse zum Scheitelpunkt hinten auslösen und nicht vorn drüber rutschen. Weil wenn er vorn drüber rutscht, dann kann ich ihn nicht kontrollieren. Dann muss ich warten, bis er vorn wieder Grip kriegt, sprich langsamer werden. Das will ich aber beim schnellen Auto nicht. Ich will, dass die Hinterachse mitlenkt und ich die Hinterachse über die Vorderachse korrigieren kann. Und das geht halt in dem Fall gar nicht. Geht auch serienmäßig beim Porsche nicht, weil einfach vorne zu wenig Gewicht ist, hinten zu viel Gewicht und die schieben viel drüber. Beim Porsche ist auch tendenziell so, dass die hinten ein bisschen unterfedert sind, weil sie hinten zu schwer sind. Dann gehen sie hinten in die Knie, wird die Vorderachse noch leichter, federt aus und fängt noch mehr an, Spurkurven zu machen. Bei dem ist es jetzt so, durch das, dass das KW Clubsport hier schon drin ist, verhält es sich ein bisschen anders. Also er ist jetzt hinten nicht unterfedert, auch nicht unterdämpft. Er fühlt sich an, wie wenn er hinten ein bisschen zu sehr gedämpft wäre in der Druckstufe. Sprich, er springt ein bisschen aus dem Reifen raus, weil die harte Druckstufe nicht erlaubt, dass er einfedert, sondern er eben gleich aus dem Reifen rausspringt. Und auf der Vorderachse ist aber anders. Vorne finde ich, dass er mehr aus dem Zug springt. Also er federt ein und federt wieder aus, wie so ein Ball, so ein Bang, Gedang, Gedang. Und das müssen wir jetzt in den Griff kriegen. Schauen wir mal. Machen wir mal ganz einfach eine Eingangsmessung und schauen wir mal, wie er so dasteht. Aber ich vermute, vorne zu viel Nachspur oder viel zu viel Nachspur. Und die Dämpfung ist auch nicht so optimal. Ab geht's in die Werkstatt. Okay. So, angekommen in der Werkstatt, das erste, was mir schon beim Reinparken hier rückwärts so zu der Bühne aufgefallen ist, da kann man so ein bisschen so durch die Vorderräder durchfluchten, wie beim Schießen, Kimmel und Korn. Und wenn ich da so durchfluchte, dann sehe ich schon, dass die Vorderachse schief drin steht. Man sieht das hier, wenn man da so durchfluchtet, dann ist die Vorderachse schon ein bisschen. Also das ist natürlich schwierig zu erkennen, weil die Hinterachse viel breiter ist beim Porsche. Wenn die Achsen gleich breit sind, sieht man es noch schöner. Aber man sieht es auch hier, dass er so dasteht. Also Vermutung wird so sein, dass Vorderachse viel Nachspur hat. Das wollen wir nicht. Jetzt schauen wir aber erstmal, solange die Reifen noch warm sind, Luftdruck gleich an, weil das ist auch ein Indiz. Viele haben viel zu viel Luftdruck drin. Das ist eigentlich immer eins der ersten Sachen, die ich dann mache. Gleich mal Luftdruck anschauen. Oh, viel zu viel. Wir haben hier drauf Michelin-Pilot Supersport. Da würde ich jetzt auf der Vorderachse im Warmen 2-2, 2-3 machen. Das ist eh schon mehr als genug. Machen wir 2-2. Und auf der Hinterachse schauen wir mal, was da drin ist. Auch viel zu viel Luft. Der Reifen dehnt sich ja aus bei Temperatur. Ne? Das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass das auch zusätzlich zu der falschen Achsgeometrie noch zusätzlich. Oh, Alter, das kann ja nicht funktionieren. Wer knallt denn da über 3 mal Luft rein? Boah, ey. Der Supersport, der Michelin, ist fast wie ein Semislick. Hat eine sehr harte Karkasse, sehr harte Flanke. Da braucht man nicht so viel Luft reintun. Wahnsinn, ey. Mal jetzt mal auf 2,35. So, nächster Step, nachdem ich Luftdruck gemacht habe, war rechts genauso scheiße wie links.
messe ich mal die Höhe. Wir haben ja schon ein Gewindefahrwerk drin. Es muss nicht immer sein, dass das gleich ist. Es kann aber auch sein, ich muss einfach wissen, wie schief steht das Auto. Und deswegen messe ich da halt einfach mal Felgenkante zum Radhaus. Das sind in dem Fall 80 mm. Und ich schreibe mir das auch gleich auf, um mal einen Wert zu haben. Da sind es 84 mm. Und auf der anderen Seite natürlich auch, um zu sehen, wie schief er steht. Oh, da sind es zum Beispiel 91, das schreiben wir es gleich. Das steht schon mal komplett schief. Jetzt ist die Frage, ob es schief eingestellt ist oder ob das anhand Chassis-Unterschied zwischen Verzug oder Gewicht ist. Hinten waren es 84 und hinten rechts sind es 87. Und das tue ich natürlich dann vor allem mit der Radlastwaage vergleichen, ob das übereinstimmt. So, aber jetzt heben wir den Kollegen auf. Wir haben die Werte, um auf Nummer sicher zu gehen. Was ich noch dazu sagen wollte, der Kunde wollte gerne das Fahrzeug vorne noch einen Tacken tiefer haben. Ich würde es nicht empfehlen, weil der steht schon relativ tief und desto tiefer wir gehen, umso weniger Federweg haben wir. Und der braucht den Federweg. Der braucht mindestens 3 bis 3,5 cm Einfederweg vom stehenden Zustand aus, vom neutralen Zustand. Maximal Einfederweg 3,5 cm am Reifen wären schon schön für die Landstraße. Also da ist schon für die Fahrdynamik her zugedreht. Tiefer würde ich den nicht machen. So, was ich da mache, ist einfach grundlegend einmal einen Gelenkecheck, schau, ob die Querlenker alle in Ordnung sind. Schauen wir die Reifen an, die sind dann relativ neuwertig, haben aber schon ein bisschen deutlich ein Abfahrbild innen, das kommt durch die Nachspur. Fahrwerk stelle ich jetzt noch nicht ein, da könnt ihr mal kurz reinschauen. Hier, das ist das Clubsport, das Zweifach hier unten mit der Druckstufenverstellung. Oben ist dann die Zugstufenverstellung, kommt man von der Kofferraumhaube hin. Ich tue jetzt noch nichts einstellen, sondern ich mache jetzt erst einmal eine Eingangsmessung und schaue mal an, wie das Auto dasteht. Ich muss ja ungefähr wissen, was haben wir für Spurwerte, was haben wir für Sturzwerte. Und deswegen kommt es jetzt auf die Radlastwaage. Die ist ins Wasser eingerichtet und dann schauen wir, was spurtechnisch vorhanden ist. So, jetzt machen wir mal die Eingangsmessung. Wichtig dazu ist, bevor wir das Lenkrad gerade spannen, dass wir das Auto entspannen. Robert, gibt es einmal ein Mikrofasertuch? So, und da gehe ich immer her und dann tue ich da mal das Lenkrad nach links und nach rechts und nach links und nach rechts. Machen wir die Motorhaube und den Kofferraum auf. Und das ist extrem wichtig und deswegen vermesse ich auch auf so Tables, weil da kann ich das besser machen, da kann ich das Auto besser entspannen als wie auf einer 4-Säulen-Hebebühne. Und ich denke, dass viele Vermessungsfehler von Achsgeometrien entstehen, weil die Autos verspannt sind. Also sprich, der Reifen, wenn aufkommt, dann bleibt er am Boden kleben und das Auto verspannt sich. Und deswegen haben wir auch so Rutschplatten drin, die quasi eingefettet sind. Und dann kann sich der Reifen schön entspannen. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen durchfedern überall, an allen Stellen, ein bisschen lenken, ein bisschen nach hinten, nach vorne bewegen, das Ganze so quasi in der P-Stellung einfach das Auto ein bisschen hin und her rollen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Gang nicht zieht, obwohl ich auf P habe. Sollen wir mal riskieren, dass ich noch weiter? Nee, lieber nicht, ne? Jetzt hat er gezogen, jetzt ist er auf P. Also ich tue da auch bewusst die Handbremse nicht anziehen, sondern nur auf P oder einen Gang rein, je nachdem, damit sich der ein bisschen bewegen kann. Also einfach sich entspannen kann. Weil auch ein verspannter, was lachen Sie? Schau fett aus. Weil auch ein verspanntes Fahrzeug kann eventuell falsche Radlasten. Jetzt muss man natürlich auch den Kofferraum und die Motorhaube zumachen, dass man da hundertprozentig gut. So, was haben wir? 49,17%. Oh, no activity. Doch! Was haben wir für Gesamtgewicht? Gesamtgewicht haben wir
Hallo? Gesamtgewicht haben wir 1581 Kilo. Hey, das ganze fette Karre, ne? So ein Turbo Allrad. 1600 Kilo im Endeffekt. Tank ist viertelt. Tank ist viertelt voll. Das ist relativ schwer. So, und jetzt bei der Radlastwahl geht es jetzt darum, wir wollen 50%. Und das heißt, hinten links und vorne rechts, diese Summe der Diagonale sollte die gleiche Summe ergeben wie vorne links und hinten rechts. Das heißt, diese zwei Diagonalen, wenn die gleiche Summe haben, haben wir 50%. Dann haben wir ein exakt ausbalanciertes Fahrzeug. Es ist natürlich so, dass das Auto nicht alleine fährt, sondern meistens mit Fahrer. In dem Fall meistens mit einem Fahrer. Also müssen wir einen Fahrer simulieren. Das bin in dem Fall ich. Ja, bin nicht mehr gewohnt. So, Tür jetzt zu und jetzt schauen wir, was die Radlastwaage spricht. Kannst du es abfotografieren, bitte? Die haben da jetzt das Mikrofon, habe ich, und sie filmen. Und was haben wir? 49,22. Kannst du bitte kurz mit dem Handy abfotografieren? 49,22, das heißt, die Änderung zwischen Fahrer, mit, also mit Fahrer und ohne Fahrer ist nicht groß, das ist gut. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir diese 49,2 oder 49,17 auf 50,0 oder in die Richtung zumindest 50,0 bringen. 533 plus 292 ist 825. Okay, die ist leichter. Das heißt, die Diagonale zwischen rechts hinten und links vorne ist weniger, die Summe ist weniger als zwischen links hinten und rechts vorne. Das heißt, ich mache jetzt anhand dessen auf der Hinterachse mehr Federvorspannung. Okay, machen wir. So, jetzt haben wir 49,89 Diagonalsumme. Das ist eigentlich genau perfekt. 49,9, das ist eine Zehntel auf das 50%. Wir haben jetzt hinten rechts einen Tacken, eineinhalb Umdrehungen mehr Vorspannung gemacht. Das passt jetzt nicht ganz mit dem zusammen, was ich... Das heißt, wir haben das Auto jetzt höher gemacht, als es vorher war. Das heißt, vorher war hinten rechts schon einen Tacken höher als hinten links. Jetzt haben wir es hinten ja quasi nochmal so um die 1-2 mm höher gemacht. Das ist aber genau der Grund, weil das Auto nie überall gleich schwer oder gleich verzogen oder wie auch immer ist. So ein Chassis hat auch eine Eigenfederung, eine Eigendämpfung, das heißt, verzieht sich auch dementsprechend. Und deswegen ist ein Auto, das auf die Radlast abgestimmt ist, immer ein schiefes Auto. Das muss man einfach akzeptieren, das sieht man mit dem bloßen Auge nicht. Das sind halt dann eine Differenz von 4 mm von links nach rechts. Aber who cares, Radlast ist wichtiger. Also ab zur Sturz- und Spurvermessung. So, dann tun wir das Lenkrad einmal gerade stellen, weil das Lenkrad war erstens vorher schon schief und zweitens, wer will schon schiefe Lenkräder? Robert, ich brauche das Lenkrad. Dankeschön. Das Erste, was man an der Achsgeometrie macht, ist dann nach der Radlast der Sturz. Da habe ich hier meine Sturzwaage. Oh, Mikrofon. Das muss man schauen, ob das sauber daran hängt. So, was haben wir denn Sturz? Minus 2,3 Grad. Das wird nicht in Winkelminuten angegeben, in dem Fall, sondern in einzelnen Zehntel. Schauen wir mal die andere Seite. 2,3 minus negativ wäre auf der Vorderachse jetzt nicht so schlecht. Schauen wir, was wir auf der anderen Seite haben. Da sind es 1,9. Das ist ein bisschen zu wenig. Robert, schreibst du mit? Ja. Danke. 1,9 vorn links, 2,3 vorn rechts, negativ jeweils. Hinterachse. Sowas geht natürlich nur, wenn das Ding im Wasser steht, ne? Logischerweise. Und deswegen sind hier diese Nivellieruntersetzer, die kann man perfekt ins Wasser einrichten. Ist teilweise sogar genauer wie eine 4-Säulenhebebühne. Oh, Hinterachse 2,3 negativ. Das ist zu viel für hinten, finde ich. Das ist mir zu viel. Für die Hinterachse zumindest. Für die Vorderachse wäre es okay. Hier auch minus 2,3 Hinterachse rechts. Also hinten wäre zumindest vom Sturz her gerade. So, bevor wir jetzt die Spur messen, machen wir gleich den Sturz. Ich will auf der Vorderachse beim Straßenreifen mit einem, beim Sportauto immer so ein halbes Grad mehr negativ als hinten haben. Sprich, wenn wir jetzt vorn von diesen 2,3, was jetzt so quasi 2 Grad
was so 2 Grad und um die 10, 15 Winkelminuten wären, würde ich jetzt sagen, was vorne okay ist, dass es schön lenkt und auch viel genug Reserve zu der äußeren Flanke beim Hineinfahren oder in der Kurve am Scheitelpunkt hat, würde ich jetzt hinten tendenziell ein halbes Grad weniger machen, also sprich so 1,8, 1,7, 1,8 auf der Hinterachse negativ wären schön. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Robert kraxelt unter das Auto und stellt ein. Richtung Sturz positiv. Schauen wir, wie weit das wir können. Ach ja, was haben wir denn da? Oh, stopp. Ja, zu weit, oder? 1,7, wieder ein bisschen zurück. Das ist fast zu viel. Schön, dass wir da hinkommen. Wieder zurück. Ja, mach langsam. Ah ja, stopp. 1,8. Schauen wir mal auf die andere Seite. Das ist genau ein halbes Grad weniger negativ als vorne. Schauen wir mal, hoffentlich kriegen wir es auf der anderen Seite auch hin. Sorry. Ich wollte rein, nicht raus. Auf die andere Seite. Okay, schauen wir, was wir jetzt haben. Wir haben einen Wert von 2,2. 2,3 im Erdigen. 2,2 noch. Okay. Okay, passt. Machen wir gleich fest. So, jetzt sind wir da schon dabei sein. Robert, so ein Imbus für die Dämpfung fahren, bräuchte ich kurz. Dann können wir jetzt gleich mal schauen, was wir hier Zugstufeneinstellungen haben. Normalerweise machen wir halt Dämpfungssetup erst ganz am Schluss, aber weil wir jetzt schon dort haben, jetzt kann man mal schauen, wie viele Klicks haben wir denn. Ne? So, ich habe ja beim Fahren habe ich hier ein Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen zu wenig Zug habe. Jetzt selber mal. Man geht immer vom geschlossenen Zustand aus, deswegen mache ich erst immer komplett zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das waren nur 7. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat sie noch viel weniger Zugang gefühlt. Okay, jetzt machen wir mal. Vielleicht ist das einseitig. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Oh, da waren nur 6. Das heißt, es war schon mal schief. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir beide Seiten nochmal 7 gemacht. Waren ein bisschen differenziert. Es kann auch sein, dass tatsächlich ein bisschen durch die falsche Achsgeometrie der Anschein gekommen ist. Da lassen wir jetzt einmal noch offen, dass wir dann beim Fahren da relativ schön hinkommen und dann wieder alles zerlegen müssen. Deswegen lasse ich da offen und tue mal die ganzen Verkleidungsteile mal raus, dass die dann nicht drin rumfallen. Gut. So, das ist jetzt hier mein Schnurgerüst. Das kommt aus dem Rennsport. Das habe ich so gelernt, wie ich im Porsche Sports Cup und Alpenpokal geschraubt habe. Wenn man es genau bedient, ist es eines der genauesten Dinge einzustellen. Ein bisschen runter. Jetzt haben wir erstmal die Höhe einstellen. Hat ja, hab nichts gehört. Mit dem Schnurgerüst geht es quasi darum, ein Rechteck ums Auto zu machen. Jetzt haben wir das erstmal von der Höhe eingemittelt, dass die Schnur genau zentral von der Radmitte ist. Und jetzt müssen wir schauen, dass es natürlich die gleichen Abstände sind, dass wir ein exaktes Rechteck haben. Relativ simpel, aber reine Physik. Okay, ich messe mal. Robert schreibt. Rechts vorne 21,1. So, jetzt haben wir da die Werte von den einzelnen Abständen, das tun wir jetzt zusammenrechnen und durch zwei teilen, dann haben wir genau die Abstände, die wir dann letztendlich brauchen, 21,05, 18, 77, wenn wir die dann von der Schnur bis zur fähigen Mitte machen, dann ist das Schnurgerüst exakt ein Rechteck ums Auto. So, ein Rechteck ist drin, jetzt schauen wir mal, was haben wir Spurwerte. Wir gehen hier, wir rechnen in Millimeter, wir haben hier eine 19 Zoll Felge, also können wir das auch in Winkelminuten umrechnen, was theoretisch bei Spurangaben gemacht wird. Deswegen haben wir hier eine Tabelle. Und dann sehe ich jetzt, okay, 19 Zoll Felge sind zum Beispiel 1,4 Millimeter, sind 10 Winkelminuten. Und deswegen kann ich das dann umrechnen und jetzt schaue ich mal, welche Millimeter Differenz zwischen hinten und vorne existiert. 11. 75, also das ist ein Zentimeter, das sind 10 Millimeter. 10 Millimeter wäre jetzt hier über 1 Grad Vorspur nur rechts. Ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen, weil wir haben natürlich auch schon dementsprechend den Sturz jetzt eingestellt. Aber
Ich sage jetzt mal so, so viel wollen wir natürlich nicht. Wir wollen eine Gesamtvorspur von ungefähr 25 bis 30 Winkelminuten, sprich maximal 15 links und 15 Winkelminuten rechts. Das stellen wir jetzt ein. Also es hat sich bestätigt, Vorderachse war extrem viel Nachspur, Hinterachse zu viel Vorspur, hinten auch zu viel Negativsturz, so die ersten Meter, Lenkrad schaut gut aus, schaut gerade aus. Erst einmal ein Fleckchen suchen, wo es ein bisschen mehr geradeaus geht, um einfach so ein bisschen grundlegend die Ruhe im Auto zu erkennen, wo auch nicht viel passieren soll, sondern einfach nur gleiten soll. Wenn man jetzt einmal die Dämpfung ein bisschen sieht, also Lenkrad schaut super aus. Ah, man merkt jetzt schon bei den ersten Metern, dass die schon viel sensibler am Lenkrad auch ist. Sobald ich halt bewege, fahrt es halt auch dahin, wo ich hin will. Das war vorher überhaupt nicht der Fall. Jetzt kann man da auch die Hände vom Lenker wegnehmen und es ist extrem ruhig. Oh, kein Vergleich. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Dämpfung schauen. Ich habe jetzt doch hinten und vorne schon ein bisschen Druckstufe rausgenommen, also beide Achsen, weil ich der Meinung war, dass es für das Auto einfach zu viel Druckstufe ist. Das braucht es nicht. Nicht für einen 70-prozentigen Straßenbetrieb. Wenn man jetzt zum Beispiel zusätzlich ein paar Mal Rennstrecke geht, kann man da hergehen und kann ein bisschen mehr Druckstufe machen. Aber das muss jetzt für einen 70-prozentigen Straßenfahrer nicht wirklich unbedingt sein. So, jetzt schauen wir, was man mit ein bisschen Kurven macht. Aha, jetzt ist die Vorderachse endlich frei von Bewegung. Ja? Jetzt ist die Vorderachse frei und jetzt kann man da. Aha. Das ist jetzt schon was anderes. Vorher war das so, dass die Vorderachse extrem ungeführt war. Und sobald der hinten ein bisschen eingetaucht ist und beschleunigt hat, ist die Vorderachse irgendwie so führungslos gewesen und war nur so. Du hast das Gefühl gehabt, dass nur 50% von deiner Lenkbewegung auf der Fahrbahn ankommen sind. Und jetzt ist es exakt so, wie es sein soll. Wir haben zwar immer noch in den Bodenwellen ziemliche Unruhe im Auto, aber das ist schwierig mit einem Clubsport, mit den harten Federraten und dem kurzen Radstand vom Porsche, vom 911er. Wenn der Allrad quer geht, dann ist es richtig. Tankuhr. Ja, Sprit braucht ja schon viel. Alter, mit 200 da drin. Aber jetzt geht es, weil jetzt ist er ruhig. Jetzt kann man das machen. Jetzt kann man da auf der Bremse einlenken zum Scheitel. Und über die Bodenwellen hält er sich ruhig. Du kannst voll durchladen, Alter. LKW, LKW, LKW. Genau so muss es sein. Dennis schwitzt schon, oder? Schwitzt schon wieder? Das ist schon, aber jetzt siehst du mal selber, das ist jetzt der Unterschied als vorher. Ne? Er ist so ruhig und du kannst jetzt richtig durchladen. Du kannst jetzt. Ah ja, völlig kannst du reden. Man merkt schon einiges beim Einlenken, dass er nochmal so über Vorderachse rutscht. Ja, genau. Voll direkt, ja. Voll präzise, ruhiger. Und nur ein ruhiges und ein komfortables Auto kann auch schnell fahren. Wenn ein Auto zu hart ist, dann springt es nur rum und du hast kein Feedback zu der Straße. Das kannst du vergessen. Du brauchst ein ruhiges Auto, das muss satt auf der Straße liegen. Du musst sämtliche Bodenwellen anpassen, sich auf die Bodenwellen anpassen können. Und auf dem Reifen soll möglichst immer gleich viel Gewicht aufliegen und nicht mal mehr, mal weniger. Und dafür ist das Fahrwerk da. Also, Fazit. TV Bike Show Love. Nein, nicht Love. Live. Live. Oder Love. Love Show. Love.
Laufschau. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie so ein Fahrwerkssetup bei so einem hochkarätigen Auto aussieht. Und jetzt habt ihr bestimmt auch mitbekommen, sorry für die Sonnenbrille, so hell ist es nicht mehr. Jetzt habt ihr bestimmt auch mitbekommen, dass so ein Auto nicht unbedingt so perfekt ist, auch wenn es so perfekt ausschaut. Aber man kann es perfekt machen mit dem kleinen Schliff. Ich denke, das war für den einen oder anderen auch ein sehr interessantes Thema. Wenn ihr mehr von dem Ganzen sehen wollt und was eure Erfahrung, Meinung zum Fahrwerkssetup ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch für dieses Video und abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Wir fahren jetzt noch eine Runde, genießen den Feierabend, trinken ein Bier und dann lassen wir den lieben Herrgott seinen Frieden. Oder wie sagt man da? Keine Ahnung. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.